Michael Wimmer, beim VfB Stuttgart damals als Feuerwehrmann eingesprungen, jetzt bei der Austria geht es auch ums Eingemachte. Wie groß ist denn schon die Vorfreude auf die neue Aufgabe und vor allem, wenn die Wettbewerbsspiele dann losgehen? Ja, die Freude ist groß. Wie gesagt, ich hatte hier super Gespräche kurz vor Weihnachten. Ja, war richtig gutes Gefühl gehabt und freue mich jetzt, ja, hier Trainer zu sein und freue mich auf die Aufgabe. Und werde ab heute oder seit gestern eigentlich schon loslegen, versuchen schnellstmöglichst die Mannschaft kennenzulernen, schnellstmöglichst die Liga kennenzulernen, ja, und dann auch alles daran setzen, dass wir hier im Trainerteam erfolgreich arbeiten. Was weißt du schon über den österreichischen Fußball? Was hast du schon gewusst, abgesehen davon, dass Red Bull Salzburg in den letzten Jahren enorm zugelegt hat? Ich finde, dass sich der österreichische Fußball extrem auch entwickelt hat. Zu meiner Zeit in Stuttgart haben wir auch mit Alexis Tibidi Leihspieler bei Altach gehabt. Von daher habe ich das auch immer verfolgt. Wie gesagt, der österreichische Fußball hat sich extrem entwickelt, fußballerisch auch extrem entwickelt. Und von daher freue ich mich jetzt da, ja, Cheftrainer in dieser Liga zu sein. Unser Krone-Redakteur Peter Klöbel hat auch davon geschrieben, dass du der 8. Deutsche bei der Wiener Austria bist. Wir können uns auch noch an die glorreichen Zeiten unter Frank Stronach erinnern, wo auch ein Jogi Löw und ein Christoph Daum an der Linie gestanden sind. Wie schön ist das auch für dich, in diese Liste aufgenommen zu werden? Nee, es ist eine Ehre, auch für mich eine Ehre, hier Trainer auch bei der Austria zu sein. Es geht nicht nur um die erfolgreichen deutschen Trainer. Ich glaube, wenn man sich die Liste anschaut, auch an erfolgreichen österreichischen Trainer mit Herbert Prohaska, Trainer war Peter Stöger. Ich glaube, in dieser Liste aufgenommen zu werden, ist schon eine Ehre. Und dafür werde ich hart arbeiten, dass wir auch erfolgreich sind. Jetzt haben wir auch schon gehört, dass du mutigen, frechen Fußball spielen möchtest. Und ich persönlich würde dich vielleicht auch mit einem Florian Kohfeldt vergleichen, von der Emotion her. Wie wichtig sind dir auch vor allem die Emotionen an der Linie? Muss man die auch manchmal zügeln oder sollte man die besonders fördern? Ich glaube, man sollte einfach an der Linie, oder so bin ich, man sollte einfach authentisch sein. Und wenn wir wollen einen mutigen, frechen Fußball, wir wollen einen aktiven Fußball mit viel Intensität. Ja, und wenn das Spiel das hergibt, wenn wir es schaffen, die Zuschauer zu begeistern, ja, dann werde ich auch emotional da draußen sein. Dann muss man das draußen emotional auch unterstützen. Und dann kann es schon mal passieren, dass ich ein paar Meter mache da draußen.